heute an der Saale unterwegs. Es geht von Bad Kösen durch die Weinberge nach Naumburg. Das sind ungefähr 12 Kilometer und es ist ganz schön warm heute. Und am Weinberg ist es sonnig. Mal gucken, wie lange ich brauche. Auf geht's! Heute bin ich in der Toskana. Ach nein, ich meine natürlich mal wieder in Mitteldeutschland auf Entdeckungsreise. Seit über 1000 Jahren wird an Saale und Unstrut Wein angebaut. Mit rund 660 Hektar Rebfläche ist das Gebiet allerdings eher klein. Hier soll rund 1600 Stunden im Jahr die Sonne scheinen und es soll noch weniger regnen als woanders in Deutschland. In den Flusstälern herrscht ein besonders mildes Mikroklima. Mildes Klima ist heute, milde gesagt, untertrieben. Es ist äußerst warm und sonnig. Hier am Weinberg an der Saale finde ich alles, was mich an ein mediterranes Weinbaugebiet erinnert. Wein am Wegesrand, Natursteinmauern und kleine Weinberghäuschen. Nicht umsonst nennt man das Gebiet um Saale und Unstrut mit seinen Weinbergen und Burgen auch Toskana des Nordens. Es war übrigens der Leipziger Maler Max Klinger, der die Region so genannt hat. Während ich den Wanderweg weiter erkunde, könnt ihr mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch dalassen. Jedes Jahr zu Pfingsten findet zwischen Bad Kösen und dem Winzerdorf Rossbach die Weinmeile statt. Zu Fuß oder mit dem Rad kann man sich dann auf dem Weinwanderweg von Weingut zu Weingut fortbewegen. Doch auch sonst lädt der Weg zu Spaziergängen und Radtouren ein. Überall gibt es Bänke zum Verweilen und Weingüter zum Einkehren. Alles in allem bietet dieser Weinwanderweg eine gemütliche Wanderung in der Sonne ohne größere Steigungen. Auch mit dem Fahrrad könnt ihr auf diesem Weg viel Freude haben. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes.